RTX 3080 Ti soll Nvidias AMD-Problem lösen. GTA 5 Chicago in der Mache und Sony erstickt die Hoffnung auf eine schwarze PS5. Das und mehr geht's in TechUp Weekly 206. Schön, euch wiederzusehen. Ja, so schnell ist die Woche schon wieder vorbei und es ist wieder Freitag 18 Uhr, also Zeit für TechUp Weekly. Spannende Themen gab es ja in dieser Woche massig. Ich empfehle euch mal unsere Videos zu den neuen Ryzen CPUs, mit denen AMD den Konkurrenten Intel deklassiert, und mein Review-Video zur Xbox Series X. Aber ich habe natürlich noch weitere spannende News der Woche für euch, also legen wir gleich los. Nvidia reagiert bereits auf das überraschend starke Line-up von AMDs neuen Grafikkarten der Radeon RX 6000er Serie. Während Nvidia die RTX 3070 und 3080 nur mit 8 bzw. 10 GB Videospeicher ausstattet, lässt sich AMD nicht lumpen und verbaut 16 GB. Wenn es nach dem Leaker Copilot 7 Kimi geht, der mit vielen Vorhersagen schon Volltreffer landete, plant Nvidia die RTX 3080 Ti als Antwort auf die Radeon RX 6900 XT, die ja $999 kosten soll. Nach den technischen Daten ist die 380 Ti fast genauso gut wie das Spitzenmodell RTX 3090. Sie hat unter anderem die gleiche Anzahl an Shader- und Textureneinheiten, dafür aber nur 20 statt 24 GB GDDR6X Videospeicher mit 320 statt 384 Bit breitem Interface. Außerdem bleibt SLI respektive NV-Link ein exklusives Feature der 3090. Wir gehen von einer etwas niedrigeren Taktrate der 3080 Ti im Vergleich zur 3090 aus, denn die Leistungsaufnahme soll mit 320 Watt gegenüber 350 Watt niedriger sein. Über den Preis darf natürlich jetzt wild spekuliert werden. Zwischen der 3080 für 700 € und der 3090 für 1500 € ist ja jede Menge Platz. Wir tippen da mal auf 999 bis 1199 €, je nachdem, wie gut sich die 380 Ti gegen die 6900 XT schlägt. Den Verkaufsstart für die 3080 Ti peilt Nvidia wohl für Januar 2021 an. In einem weiteren Twitter-Post ist auch von einer Wiederbelebung der 3070 Ti die Rede. Hier gibt es aber noch keine genaueren Infos von unserem Twitter-Orakel. Aber wir Gamer können uns schon mal die Hände reiben, die Auswahl wird immer größer und das ist ja auch gut so. Wenn ihr schlau seid, wartet ihr noch mit dem Kauf einer neuen Grafikkarte. Momentan sorgt ja die schlechte Liefersituation eh für Mondpreise. Wenn ihr jetzt das Spiel mitmacht, begünstigt ihr nur die Gier der Händler. Stellt euch mal vor, ihr schlagt hier zu und könnt im Januar dann eine schnellere Grafikkarte mit doppelt so viel Speicher für ein paar Euro Aufpreis bekommen. Ihr würdet euch einfach grün und blau ärgern. Ihr habt bereits alle Ecken von Los Santos in Grand Theft Auto 5 erkundet und wollt endlich Nachschub? Dann könnt ihr euch vielleicht schon bald in ein virtuelles Chicago stürzen. Nein, Rockstar Games will noch immer keine offizielle Erweiterung für GTA 5 bringen, obwohl das Spiel auch nach so langer Zeit noch so beliebt ist. Aber da gibt es ja talentierte Hobbyentwickler. Die beiden Modder FV Design und Lozano haben es sich zum Ziel gesetzt, die US-Großstadt Chicago komplett als Mod für Grand Theft Auto 5 nachzubauen. Mit diesem ehrgeizigen Plan kommt das Zwei-Mann-Team sogar bislang sehr gut voran, wie ich im aktuellen Developer-Update bei YouTube gesehen habe. Das vierte Developer-Video ist Donnerstagabend erschienen und ist echt cool. Ihr seht viele Sehenswürdigkeiten von Chicago, die liebevoll nachgebildet wurden. Für die passende Chicago-Atmosphäre soll auch eine Nachbildung der bekannten L-Transit-Züge sorgen, die auf erhöhten Strecken über den Straßen der Stadt fahren. Gespannt bin ich natürlich, wie lange es noch dauert, bis die beiden Modder die Chicago Mod dann mal auf gta5mods.com veröffentlichen. Patreon-Unterstützer können gegen eine Spende auch schon mal die Vorab-Version ausprobieren. Das kostet dann aber ab 9,50 Euro pro Monat. Es wird einfach Zeit, dass Rockstar endlich GTA 6 ankündigt. Es sind ja jetzt schon 7 Jahre seit GTA 5 vergangen. Dass an GTA 6 gearbeitet wird, ist ja kein großes Geheimnis mehr. Man hört es nämlich auch munkeln derzeit, dass nach dem Start der PlayStation 5 in den kommenden Tagen dann auch zeitnah was Offizielles zu GTA 6 folgen könnte. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da dran ist.
Sony hat den Verkauf von inoffiziellen Faceplates für die PlayStation 5 durch den Hersteller Customize My Plates verboten. Sony liefert ja beim Design seiner neuen PlayStation 5 ein Konzept für einfach abnehmbare Seitenteile. Da liegt natürlich der Gedanke nahe, die von Sony verbauten weißen Seitenteile zu entfernen und durch individuelle Teile in anderen Farben und Motiven zu ersetzen. Aus dieser Idee wollte der Händler Customize My Plates Kapital schlagen. Auf seiner Webseite hatte das Unternehmen unterschiedliche Designs für die PlayStation 5 Seitenteile angeboten, beispielsweise in den Farben Schwarz und Gelb, BVB. Nachdem das Unternehmen von Sony bereits gezwungen wurde, seinen frech gewählten Namen von PlayStation5.com in Customize My Plates zu ändern, sah Sony auch im Verkauf von Custom-Seitenteilen eine Verletzung seines geistigen Eigentums. Und ihr ahnte schon, Sony drohte Customize My Plates mit einem Rechtsstreit und die Drohung zeigte natürlich dann auch Wirkung. Der Anbieter hat in dieser Woche den Verkauf seiner Custom-Faceplates dann eingestellt. Bereits getätigte Bestellungen wurden storniert und die Kunden bekommen ihr Geld zurück. Immerhin darf das Unternehmen noch Aufklebersets für die PS5 anbieten, die übrigens auch ganz schick aussehen. Sony hat übrigens immer noch nicht verraten, ob es selbst Seitenteile in unterschiedlichen Designs für die PlayStation 5 plant. Nicht jedem gefällt ja dieses weiße Gehäuse. Oder was meint ihr? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Baby Shark, Nein, ich bin noch nicht verrückt geworden. Ich habe einen Ohrwurm wegen meines Webfundstücks der Woche. Das ist nämlich ein Video, das offenbar schon die ganze Welt kannte, außer mir. Seit dieser Woche ist das Video Baby Shark Dance hochoffiziell mit über 7,08 Milliarden Aufrufen das meistgesehene YouTube-Video aller Zeiten. Richtig gehört. 7,08 Milliarden Aufrufe mit einem Kinderlied-Video. Da kann der bisherige Spitzenreiter Despacito mit seinen nur 7,04 Milliarden Aufrufen natürlich nicht mithalten. Und wir, Chris, wir müssen uns mal etwas mehr anstrengen mit Tekka Weekly. Die erste Milliarde Aufrufe, sage ich immer, ist die schwerste, der Rest kommt dann von selbst. Aber dank euch sind wir ja schon mal auf einem guten Weg. Kennt ihr das Video schon? Habt ihr ein cooles Wipfelstück? Dann postet es mir doch mal in die Kommentare und dann habe ich was zum Gucken am Wochenende. Das war's leider schon wieder mit Tekka Weekly. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.